Also unsere Präsentation wird ein bisschen anders ablaufen, weil wir nicht so eine klassische Präsentation gemacht haben, sondern wir haben das Ganze als Katalog erstellt, den ihr dann später auch gerne anschauen könnt und da euch durchklicken könnt und die einzelnen Sachen, die wir da rausgesucht haben, mal durchlesen könnt. Einmal zum, wie das Ganze aufgebaut ist. Also bevor wir jetzt in die einzelnen Punkte gehen, gehe ich erstmal darauf ein, wie man den Katalog quasi benutzt. Also wir haben hier am Anfang ein Inhaltsverzeichnis, wo man die einzelnen Werkzeuge quasi sieht. Dann kann man hier zum Beispiel auf das Bild von dem Vorhang drücken und kommt zu dem Vorhang. Wenn man hier auf das Picture drückt, kommt man wieder aufs Inhaltsverzeichnis und kann dann hin und her springen, relativ schnell, gerade wie man will. Dann gehe ich einmal nur als Beispiel, noch nicht konkret. Also man sieht, die Seiten sind alle immer gleich aufgebaut. Wir haben hier so eine Matrix erstellt, die wir auch schon auf den Schlachthof so ein bisschen übertragen haben. Also wir haben die ganzen Werkzeuge miteinander verglichen und haben uns gefragt, wie stehen die im Verhältnis miteinander, wie viel die am Anfang kosten zum Aufbauen, wie hoch ist der Aufwand, also der Initialaufwand. Dann, wie arg verändern wir den Bestand, der schon im Schlachthof dort ist? Ist es jetzt nur ein Werkzeug, das man hat und hinstellt, wieder wegnehmen kann? Oder greifen wir wirklich in die Materie von dem Bestand ein und verändern den maßgeblich auch vom Visuellen her? Dann, wie hoch ist der Wirkungsgrad für das Quartier? Also wie viel Schatten können wir damit generieren und wie hoch ist dadurch dann quasi die Kühlleistung? Und dann ebenso den Wirkungsgrad für den Innenraum. Also wie viel Profit können die Gebäude daraus ziehen, aber auch wenn es jetzt freistehende Gebäude sind, wie viel Wirkung haben wir für den Innenraum innerhalb des? Und zum Schluss noch die selbstständige Umsetzbarkeit der Benutzer. Also muss es jetzt die Stadt machen oder können die Nutzer wirklich selber hingehen und das Werkzeug selbstständig anwenden, ohne dass die Stadt da Einfluss drauf nehmen muss und können die dann quasi auch im Folgenden das betreiben. Dann haben wir hier unten so schnelle Übersichten. Einmal, ob das Werkzeug jetzt mobil ist, also ob man das jederzeit umsetzen kann mit je nach dem geringen Aufwand, ob das Werkzeug temporär ist, also ob man, wenn man das jetzt anbringt, ob das dann auch bleibt oder ob jetzt die Benutzer zum Beispiel auch sagen können, nee, das war jetzt lang genug da, wir wollen es jetzt schnell wieder weghaben. Und zum Schluss jetzt noch partizipativ. Da sieht man auf einen Blick, ob das die Benutzer auf dem Schlachthof selbstständig anwenden können oder nicht. Auf der rechten Seite wird das Ganze dann ein bisschen genau beschrieben, wie das Ganze funktioniert, mit einem Beispielbild oder auch mit einer Visualisierung, wo man dann quasi das Element sieht, wie es quasi im Rohzustand aussieht, das man dann natürlich auch jederzeit anders gestalten kann. Dann den Beschreibungstext und hier unten sind noch Beispieltexte bzw. Links, auf die man gehen kann, die man sich anschauen kann, um da sich näher drüber zu informieren. Genau, dann fängt jetzt geht's an, näher auf einzelne Werkzeuge ein. Genau, dann gehen wir gerade wieder zum Sonnensegel zurück. Und zwar sieht man dann da ziemlich auf den ersten Blick dann, dass die Kosten, der Aufwand, der Eingriff in den Bestand gering sind. Darum geht es eben auch, dass man die einzelnen Werkzeuge dann direkt miteinander vergleichen kann. Hier sieht man jetzt eindeutig, dass die Selbstständigkeit der Umsetzung eben am allerhöchsten ist, weil Sonnensegel von dem Benutzer selbst aufgebaut werden können an verschiedenen Orten. Sie sind so mobil, temporär, flexibel, dass man sie schnell wieder auf- und abbauen kann. Man kann sie an der Hauswand befestigen oder auf freistehenden Konstruktionen. Der Nachteil ist eben, dass sie nur einen Einfluss auf den direkten Raum haben von der Aufheizung bzw. von der Verschattung her und genau, können aber je nach Bedarf dann aufgehangen werden. Dann nochmal zum Pavillon. Genau, beim Pavillon, der ist natürlich auch selbst baubar, muss dafür aber auch selbst instand gehalten werden.
Die Kosten, der Aufwand dafür sind gering. Es gibt keinen Eingriff in den Bestand, weil es sich um eine freistehende Struktur handelt. Es hat meist einen temporären Charakter. Dabei spielt die Konstruktion eben eine große Rolle, weil es wünschenswert ist, dass man die Struktur nochmal die Einzelteile zerlegen kann, vielleicht an anderer Stelle wieder aufbaut und genau eben mit wenigen Handgriffen die Struktur offen wieder abbaubar ist. Vielleicht auch schnell von geschlossenen zu offenen Räumen umbaubar. Genau. Dann zur Pergola. Die Pergola, die hat eben eine besonders positive Wirkung auch aufs gesamte Quartier. Wenn man sie jetzt zum Beispiel als Sitzfläche anbietet, kann sie von jedem benutzt werden. Zusätzlich kann man auch noch eine Bepflanzung daran anbieten, die die Leute eben selbst auch ein bisschen, also ein bisschen die Eigeninitiative aufzeigt, dass sie sie als Anbaufläche benutzen, also die Menschen sich dann um die Instandhaltung kümmern, sie auch Spaß daran haben, an den Strukturen, vielleicht mehr davon aufbauen, wollen sie auf jeden Fall gepflegt halten, genau, mit dem Material der Konstruktion können sie es an die jeweiligen Nachbargebäude anpassen, Gebäudekanten können damit zum Beispiel auch erweitert werden, genau wie beim Laubengang. Den kann man nämlich zum Beispiel auch benutzen, um eben die Verkehrswege zu schützen, zu überdachen, damit Wegräume zu schaffen, wodurch dann die Nutzer eben stellenweise in angenehmeres Klima eintauchen können. Was ja insgesamt auch dann das Ziel vom Schlachthof sein soll, wenn man jetzt solche freistehenden Strukturen dann auch auf dem Gelände verteilen würde. Ja, können wir nochmal zum Inhalt zurück. Felix, willst du noch was? Genau, jetzt würde ich mit dem Solarparken weitermachen. Also das ist ein Werkzeug, wo wir sehr großes Potenzial sehen, weil wir haben ja schon dieses Projekt gesehen mit den Bäumen, Solarbäumen. Und wenn man sich die versiegelten Flächen des Schlachthofs mal vor das innere Auge ruft, wir haben extrem viel Parkfläche, die auch frei steht. Und Solarparken gibt es in allen möglichen Formen. Es ist eine extrem hohe Investition und ein sehr hoher Aufwand am Anfang. Und natürlich können das die Benutzer vor Ort auch nicht machen, sondern es muss von der Stadt kommen. Und wenn es mal gebaut ist, dann ist es auch nicht mehr so schnell wieder wegzubekommen. Aber der große Vorteil daran ist, dass man eine verschattete Fläche hat, die quasi die Kühle ins Quartier bringt und außerdem eine extrem gute Stromquelle. Vor allem wird es auch gerade in Australien gebaut, wo sie riesige Solarparks bauen bei Einkaufszentren, die damit ihren kompletten Strombedarf decken. Und nicht nur ihren Strombedarf, sondern die bieten auch Tankstellen für E-Autos an, womit dann auch wieder Gewinn gemacht werden kann. Dabei muss man natürlich extrem auf die Ausrichtung und auf die Verschattung von den nebenstehenden Gebäuden achten. Also man kann das jetzt nicht überall hinstellen, sondern man muss eben den Schattenverlauf von den Gebäuden beachten und dann gezielt an Stellen, die sich dafür eignen, Solar-Carports hinstellen. Genau, ein Beispiel wäre zum Beispiel das Vicinity Center in Australien, das einen der größten Carparks erst fertiggestellt haben. Dann gehe ich nochmal zurück. Jetzt gibt es noch was bisschen anderes. Das hat eher weniger mit dem Schatten an sich zu tun, sondern eher mit einer baulichen Maßnahme, die wir aber trotzdem ziemlich wichtig und interessant fanden, auch vor dem Hintergrund mit den vielen Klimaanlagen und dem hohen Stromverbrauch. Die Badgirs oder auch Malkas kommen aus dem orientalischen Raum und sind schon lange, auch heute noch, werden Abwandlungen davon benutzt. Die sind ziemlich teuer und haben einen hohen Aufwand. Außerdem haben sie auch einen optischen Einfluss. Aber der Wirkungseffekt davon ist quasi, dass sie die Luft ansaugen. Beziehungsweise eigentlich hat man da quasi diesen Kamineffekt. Also wenn das Gebäude gibt die warme Luft über den Kamin ab an die Umwelt und kühlt sozusagen so aus,
Wenn der Luftdruck von oben oder von außen zunimmt und der Wind weht, dann wird quasi die kühlere Luft ins Gebäude gedrückt und zieht so oder drückt so quasi die warme Luft aus dem Gebäude raus. Außerdem kühlen die Türme in der Nacht aus und können so durch die Wände kühlere Luft speichern und die dann im Verlauf des Tages abgeben. Genau, der Kamineffekt tritt auch in den Innenhöfen auf, die wir schon gesehen haben. Dadurch werden Innenhöfe auch wieder aus dem Orientalischen, nicht nur wegen dem Sonnenschutz und dadurch, dass sie Schatten spenden, sondern auch wegen dem Wind- und Sandschutz. Also man hat in den Innenhöfen weniger Staub. Und wenn man vor allem in den orientalischen Ländern sieht man viele Städte, die nicht nur viele Innenhoftypologien haben im Gebäude an sich, sondern die komplette Stadt ist auch mit den Plätzen eher wie, also die Plätze sind eher wie Innenhöfe aufgebaut. Und wenn man das kombiniert mit Vegetation und Wasser, hat man einen extrem guten Spender für eine Kühlung für ein Gebäude, aber auch für ein Quartier, das sich daran anschließt. Das sind alles sehr aufwendige Werkzeuge quasi und haben einen relativ hohen Eingriff in den Bestand, die auch von der Stadt dann umgesetzt werden müssten. Und wenn man jetzt noch die Materialien und Farben dazu nimmt, wir haben ja vorhin schon gehört, bei den Bahngleisen, wenn man die weiß anstreicht, kann man die um 8 Grad senken. Das hat hauptsächlich was mit mit den Reflexionsgraden von den Materialien und von den Farben zu tun. Das heißt, jede Farbe hat einen unterschiedlichen Reflexionsgrad, wobei Weiß den höchsten Reflexionsgrad hat und Schwarz den niedrigsten. Und dann kann man quasi darüber steuern, wie viel oder wie stark sich das Material aufheizt. Und auch Materialien haben unterschiedliche Reflexionsgrade, die man quasi dann, je nachdem, welches Material man einsetzt, kann man steuern, wie stark sich etwas aufheizt. Und das wäre so ein Werkzeug, das alle anderen Werkzeuge dann noch beeinflusst, womit man dann quasi die Wirkungsweise von einzelnen Sachen noch verstärken kann. Genau, die anderen Werkzeuge könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr Zeit habt, und den Katalog werden wir dann so zur Verfügung stellen. Da kann man dann durchgehen. Vielen Dank.